Servus, Sie haben ja einen Junkers WR 350-7KD0. Problem ist, dass er kein Warmwasser mehr macht. So, dann kann man als erstes hingehen. Die haben ja einen Hydrogenerator hier hinten verbaut. Der ist für die Spannung zuständig, also beim Zapfen entsteht hier Spannung. Und die kann man hier messen mit einem Multimeter. So, ich habe jetzt hier mein Multimeter angeschlossen und habe auch hier, lasse auch hier warm Wasser laufen. Man sieht, hier entsteht kaum Spannung. Also hier ist der Hydrogenerator defekt und der muss getauscht werden. Da muss man als erstes hier das Wasser absperren, hier hinten an dem Kugelhahn. So, das hier ist der neue. Adapter hier, Dichtung und Klemmring. So sieht er hier aus. So, hier ist dann die Verschraubung. Ich habe den jetzt hier einmal hier vorne gelöst. Und hier hinten mit der Verschraubung habe ich den so abgenommen. So aus. Ja, den brauchen wir wieder. Es kommt jetzt hier eine neue Dichtung rein und hier eine neue. Den Adapter habe ich hier dran gemacht. Genau. Dann mache ich hier etwas Fett mit rein. Dann noch die Sicherungsfeder rein. Perfekt. So, der kommt dann auch hier rein. Der Sicherungsklammer. Ging die hier noch mal rein. Genau, die müsste so reingehen. Perfekt. Der wird dann von oben, hier ist schon eine Dichtung drin, eingesetzt. Und hier kann man neu machen, die Dichtung. So, also die Verschraubung hier oben habe ich schon angezogen. Jetzt noch den hier. Und dann kann man auf Dichtheit prüfen. Also das Wasser wieder aufdrehen und schauen, ob alles dicht ist. Zack. Das ist so eine spezielle Zange, ohne hier Kratzer zu verursachen. So, jetzt kann man das Wasser wieder aufdrehen. So, ich habe jetzt hier das Wasser aufgedreht und jetzt habe ich hier auch wieder eine Spannung zu messen. Also das heißt, der produziert wieder Strom und es müsste jetzt funktionieren. So, ich habe jetzt hier die Steckverbindung wieder zusammengemacht. Genau, hier rein und ja, schauen wir mal, was passiert. Ui, perfekt. So soll es sein.